dann fahr ich hoch. Da fährt er hoch. Er wartet auf mich, ich will auch mit. Oh, oh! Oh, okay. Was ist passiert? Bist du runtergefallen? Ich hab das hier gedrückt. Ah. Oh. Ich muss erst abkoppeln. Schau, da ist so Benzin. Wird da eingefüllt. Ach, der wird noch. Was? Warte, bist du denn? Muss man das abkoppeln. Tüt. Und dann kann man oben noch abkoppeln. Und jetzt kann man einsteigen. Okay, das ist cool. La la la. Sie begeht dich auf eine lange Reise. Dann hoppen Sie mal rüber. Oh. Scheiße. Fast. Oh Gott. Ich will eigentlich noch so einen Tower bauen. Aber weiß auch noch nicht. Ich glaub, der Sitz war falsch. Ja, der war richtig, glaube ich. Houston, wir haben ein Problem. Was denn? Fehlt der Beifahrer oder was? Ja. Der ist runtergefallen. Ich komme. Ich bin zu fett für die Rakete. So. Oh. Okay. Ego. Okay, also welche Knöpfe sind es denn? Ja, gute Frage. 1. Genau. Mit W gibst du dann, also W, glaube ich, gibst du jetzt Schub. Okay, dann musst du 2, genau, und W ist dann Schub. Und mit 3 wirfst du dann die ersten Dinger weg. Ja. Und mit 4 dann die nächsten. Okay. Oh. Ja. Und betrachten Sie die wunderschöne NASA-Station, was mit ihr passiert. Oh nein. Da ist nichts übrig. Was sind das denn für Bomben? Nuklearbomben nennt die sich. Es leckt aber auch irgendwie gar nicht. Nö. Wenn du so weit oben bist. Ist doch noch was über. Oh. Oh. Der hat Füße. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit den Füßen im Boden stecken. Oh. Könnte man die Füße irgendwie ausfahren? Na, die fährt da alleine aus. Ach, ich war zu schnell. Ja, genau. Oh, leck das. Das ist übel. Sehr übel. Ich auch noch nicht. So. Jetzt weißt du es. Achso, ja, stimmt. Die ganze Plattform ist ja lose. Deswegen ist das so übel. So. Hättest du auch eine Landeplattform bauen müssen. Landeplattform? Hm. Das Blöde ist, momentan kann sie nicht nach links oder rechts oder sowas fliegen. Sie fliegt eigentlich nur geradeaus hoch. War jetzt auch so an sich nicht geplant, dass man die dann auch noch steuert. Ja, in echt steuert man die ja auch nicht, weil die wird ja nur vom GPS gesteuert. Ja. Tschüss! Ich heb ab. Jetzt will ich mal versuchen zu landen. Baba. Ja, vor allem, es buggt total rum, wenn man versucht zu landen. Wie kommt man da jetzt rein? Mit Sitzen. Zieht. Komm, dann nehmen wir schon stylische Sitze, wenn. Stylische Sitze, ja Wahnsinn. So, mach mal ein Weltraumrace, oder? Ja, ich muss nur hochkommen. Wer als erstes auf dem Mond ist. Ich muss nur hochkommen. Das schaffst du schon. Ich glaube, ich sollte doch andere Sitze nehmen. Ja, die sind gleich zu dünn, ja. Komm, nehm mal die Standardsitze. Okay. Hoppe, was passiert mit meiner Kamera? Was ist mit der Kamera passiert? Die buggt ja total rum. Okay. Wie macht man die Klappe zu? Rechts oben vor der Tür ist ein Knopf. Rechts oben vor der Tür? Ja, an der Wand. Ah. Weiter links.
Ne, drin, drin. Drin? Ja, jetzt, ja, weiter hochgucken. Aha. Ein bisschen links, also eigentlich direkt ein Block neben der Tür. Ach, das ist der Knopf. Ah, genau, ja. Oh. Bei mir backt die Kamera voll rum. Okay. Die spackt richtig. So ein Spacki. Egal. Und 3, 2, 1, los. Jetzt geht's. Uha. 3 muss. Oh, das gibt jetzt einen guten Knall da unten. Oh, ich auch. Oh, oh. Komm. Tschüss! Oh, ich komm dir sehr nah. Oh, oh. Das wird lustig. Es laggt, es laggt. Ich hab ein Standbild. Boah. Boah, Alter. Ist mir gegen die Decke geknallt. Echt? Nö, nur nicht. Nee, bei mir laggt's nämlich. Okay. Hat's gerade geleckt, jetzt geht's wieder. Ah, Mist, tschüss. Ich wollte dich irgendwie rammen, aber ich hab dich nicht erwischt. Ich draht ab. Tschüss. Going. Oh. Da sind wir oben. Schub weg. Tschüss. Schneller, schneller. Ich will jetzt gleich einfach mal die Füße testen, ob die funktionieren. Ja, eigentlich müssten die gut gehen. Da ist ein Sensor, die dir dann ausfährt, aber... Nö, fährt nicht aus. Oh. Wahrscheinlich muss ein Block drunter sein, richtig. Komisch. Und nicht normal der Boden. Oder ich hab's sie kaputt gemacht irgendwann. Ja, wo ist die Tür? Da. Ich hab schon Platzangst gekriegt. Was hab ich denn da gemacht? Und wo ist denn der Sensor da? Ah, die Pistons sind nicht mit dem Sensor verbunden. Ah, ja, das musst du nochmal fixen. Das muss ich noch fixen, ja. Was ist denn das passiert? Schande über den Mechaniker! Ja! Der Pilot, der Astronaut! Was ist denn mit dem passiert? Ja, der wäre tot. Glaube ich auch. Wann? War der hier noch, oder? Nee. Aber die sollen eigentlich noch sich querstellen. Das wird lustig, das noch zu ändern, dann in der finalen Rakete, oder? Wie du was? Ja, ich glaube. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das funktioniert. Was denn? Irgendwie schweben die bei mir in der Luft. Ja, ich glaube, das sind die... Diese komischen... Die haben eine größere Hitbox, als das aussieht. Genau. Ich freue mich schon wieder auf die GTA-Streams. Ja! Nächste Woche. Ich auch. Ich auch, ich auch. Schau, so soll es eigentlich funktionieren. Es fährt so ein und dann... Tschüdung. Ja. Ja. Ich hab gedacht, jetzt so nach 3 Jahren, da könnte man schon mal wieder mal eine neue Rakete bauen. Ich sollte dich von Reaper noch immer fragen, wie es mit der Mafia jetzt eigentlich aussieht bei uns. Wir wollten ja auch eine Gang machen. Achso, ja. Müssen wir mal machen, ja. Vielleicht können wir das ja nachher noch machen. Ja. Wer hat denn hier ja schon Unordnung gemacht? Das gibt's doch nicht. Stimmt, immer diese Unordnung. Ich kann die Teile gar nicht aufnehmen. Das ist ja Fahrersitz. Das gibt's ja nicht. Wieso ist der hier übrig geblieben? Hast du die gesprengt? Keine Ahnung. Hä? Und was passiert eigentlich, wenn man abkuppelt, während man noch am Boden ist? Oh. Gute Frage. Könnte lustig werden. Hey. Nein, lass mich. Ich geh Mixer. Da rein. Nein. Oh, oh. Achtung! Das gibt einen Knall. Eigentlich. Ah. Oh. Ah. Ich sehe nur einen gelben Stern am Boden. Wo bist du denn hin? Ach, da. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist das normal? Ja, ich glaube nicht.
Ich glaube, ich habe meine Füße verloren. Deine Füße? Ja, gut, das tut natürlich nicht. Ich kann nicht mehr laufen. Oh. Boah. Ich habe meine Füße wieder. Ja, aber mein Sitz ist noch da. Ich habe. Sind die zufällig? Warte mal. Nuke ist das, ne? Ja, genau. Little Boy Fat Man. Das ist das ist ein Block groß, die Bombe. Hä? Die ich da immer benutzt habe. Die ist bestimmt auch gut. Mami! Puh. Schau die hier. Okay. Die ist übelst. Guck mal, da. Moment. Ey. Nur das hättest du bestimmt auch für die Rakete nutzen können als Kopf, warte. Es laggt. Es laggt. Ganz geringfügig. Ich hab wieder keine Beine. Ich kann wieder nicht laufen. Bombe. Okay, das war wohl doch etwas zu heavy. Okay, ich glaube, das war blöd. Ich auch. Ich glaube, jetzt fangen wir an, Zug zu bauen. Das war, ja. Ein Riesenknall. Sehr berauschend. Och, Manu. Waren das zu viele? Da funktioniert irgendwas nicht. Ja. Ich glaube, die Map ist kaputt. Ah! Boah! Da war ein richtiger Atompilz, hast du das gesehen? Ja. Ja, krass. Die Sitze leben immer noch. Null. Die gehen wohl nicht kaputt. Hast du was gebaut? Es laggt wieder. Ja. Ich wollte mal nur eine hinsetzen. Ah, die ist wirklich so atompilzmäßig. Ja. Ich habe hier noch so richtige Sprengköpfe. Oh, der geht nicht hoch. Oh, doch. Oh. Die Sitze. Ich glaube, die Sitze gehen nicht kaputt, hä? Sprengköpfe. Boah, nix da. Boah, die sind auch heftig, atompilzmäßig. Mhm. Was ist mit dem? Ich glaube, den kannst du nicht in die Luft jagen, ja. Es gibt eine Art, die du jagen kannst und eine nicht. Ja. Needs be armed first. Oh, guck mal, hier steht large, very high power. Oh. Warte, ich komm mal zu dir. Komm mal zu dir. Kannst du Spieler ärgern? Tschüss. Nee, ich will nicht. Sonst wirst du es als Buttkant geben. Mit solchen Bomben. Oh, oh. Oh. Schon wieder. Schon wieder. Big Explosion. Oh, ich guck mal, wann der noch frei ist für die nächsten. Mit Zarok. Am 30. Baum, baum, baum. Ja, vielleicht finden wir ja auch so nochmal eine Zeit. Genau, zwischendurch mal. Muss man mal gucken. Ja. Lass uns mal auf die Xaokiana-Welt gehen. Ja.